Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Never Ends mit mir, dem Kiosch und Klein Clara nebenan. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier schon etwas aufgeräumt, umgeräumt, habe ein, zwei neue Seats gemacht. Ja, Clara, du bist gerade in deiner... Ach, Woche, hier ist wieder dein Nuppi. Ja, mal gucken. Vielleicht nehme ich dann heute Abend mal die Mama nochmal kurz, da kann ich nochmal was aufnehmen. Ja, eigentlich wäre jetzt eine Folge gekommen, wo wir mit Simple Storage, mit den Simple Storage Network gearbeitet hätten. Aber das Demod hat dem ja das Spiel zum Abschmieren gebracht. Immer wenn ich was reingelegt und was gesucht habe, sagt es, nö, nicht mit mir. Deswegen werden wir, bin ich jetzt einfach überlegen, ob ich die Folge noch am Ende dieser Folge mit ranhänge als Zeitraffer. Ja, zwischen den Folgen war ich jetzt noch mal, also zwischen dieser und der eigentlichen heutigen Folge, war ich noch mal unterwegs, hab mal ein bisschen die Welt erkundet, wie man sehen kann. Hier haben wir ein Dorf. Hier hinten ist ein Sumpf, da habe ich dann sozusagen uns die Slimes erfarmt und habe auch schon mal getestet, wie das mit diesen Essence Seeds geht. Mit den höheren hier ist auch noch ein Dorf. Also das heißt, wir können viel erkunden. Denn wir brauchen hier diese Soul Chars. Habe ich auch noch gut getestet, die hier unten war. Ja, aber es kam halt nur eins raus, also habe ich mir nochmal acht insgesamt gemacht. War deswegen halt auch nochmal ein bisschen im Nether unterwegs. Habe noch ein bisschen Sodium Dust geholt. Habe das allerdings mit diesem Hammer gemacht. Das habe ich auch mal mitgemacht für mir abtragen, weil es hat sich ja doch hier einiges getan. Hier drinnen wird dann wirklich ein etwas größerer Raum werden. Muss ich mal gucken, wie es wird. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt die Folge mit Refined Storage anfangen. Jetzt will ich bloß noch ganz kurz zeigen, was ich hier noch mitgemacht habe wegen den Seeds, die hier oben fehlen. Die habe ich hier unten hingesetzt. Das will ich dann am liebsten auch mit dem Storage-System verbinden. Hier hinten ist dann die ganze Kabellage. Ja. Vielleicht könnten wir das sogar dann später über Ender Chests lösen. Mit diesen hier, mit den hier. Kann man halt Farbe nehmen. Da muss man halt gucken. Allerdings kann das halt noch eine Weile dauern. So, hier weiß ich nicht, wie das geht. Endermite Scrapped. Ah, okay. Okay. Und da gibt es halt dann das. Jetzt müssen wir kurz gucken. Used. Okay, ist teuer. Ist ein teurer Spaß. Macht aber nichts. Ich muss mir erstmal meinen Steaks holen. Was wir als erstes noch machen, wir werden mit Mechanism sozusagen die Maschinen upgraden, dass die sozusagen dreimal Sachen sofort verwenden können. Dafür brauchen wir die. Jetzt muss ich mal kurz gucken, war das das Kit? Nein. Add Mechanism. Das ist nämlich so eins hier. War es das? Tune? Nee, das nicht, das nicht. Hallo. Nur mal kurz gucken. Ich habe die Welten mir mal kopiert gehabt. Hab da schon mal ein bisschen was geschaut. Getestet. Speed Upgrade. Das ist sozusagen so ein Kit. Mal gucken, ich bin gerade wirklich am überlegen, wo das war. Ach, Tier. Hier, Basic Tier Installer. Aha. Wir brauchen zwei, das heißt, wir brauchen nochmal vier Eisen. Vier Eisen, acht Redstone und zwei Holz. Dann können wir unsere Maschinen sozusagen schon mal upgraden auf die nächste Stufe. Wir können dann die Erze schon mal in einer besseren Geschwindigkeit verarbeiten. Genau, Clara. Ich brauche Sticks oder Brot, je nachdem. Schmeckt beides gut. Am besten noch ein Kombo. Ich habe jetzt natürlich hier kein weiteres Holz. Ja, meine Kleine. So, acht Redstone. Kit.
Da. Und nochmal. So, das nächste Kit wäre dann schon ein bisschen zu groß. Als soll ich das mir. Ich könnte es mir leisten, will es aber noch nicht. Ich muss gerade mal mein Trinkfleisch hier wegnehmen. Weil sonst sehe ich nicht, wie lange ich schon aufnehme. So, jetzt war es Shift-Rechtsklick und wunderbar. Müssen wir noch Autos fort anmachen. Dann können wir nämlich die ganzen Erze, die wir reinlegen, werden ordentlich gleich einsortiert und dann verbessert durchgepulverized. So. Dann haben wir jetzt erledigt. Technikkram. So, ich hatte dann noch die Seeds gemacht, immer den Quarz-Seed, das war in der Folge nicht zu sehen. Dann habe ich einen Glowstone-Seed gemacht. Das habe ich gesagt, dass ich das noch zwischen den Folgen mache. Aber dann ist halt leider durch Simple Storage Networks das Spiel abgekackt. Habe jetzt noch einen Silicon-Seed gemacht. Wir haben schon 44. Das geht auf jeden Fall gut. Da kriegt man immer 8 raus. Passt. So. Kommt doch nur eine ganze Menge hinterher. Ich will das auf jeden Fall dann später noch mit einem Storage Upgrade verbinden. Sozusagen dieses Netzwerk. Also diesen vom Refined Storage. Direkt an den Controller ran. So dass das passt. So, sup und balanced. Haben wir nochmal 11 Diamanten. Läuft. Okay. So, dann Add Refined Storage. Wir brauchen auf jeden Fall den Controller, das heißt, wir brauchen einen Advanced. Ich will gleich auf das Crafting Grid gehen. 2 Advanced. 3. Also 3x Diamanten, 2x Gold, 2x Eisen. Dann brauchen wir unsere Schleimbälle. Wo hab ich die jetzt hier? BLDND, wie immer. Bin ich wirklich so blind? Da. Dann braucht man ja noch Strings. Dann nehmen wir diese Variante. Ja. Des Weiteren brauchen wir halt diesen Binder. Dann brauchen wir Redstone und Silikon. Ja, Redstone, Silikon habe ich quasi am Mann. Genau. Gut, da haben wir auch noch auch. Clara ist okay. Auch etwas. Ist gerade noch quasi in der 8. Woche. Ja. Aufmerksamkeit. Alle Sinne spielen verrückt. Ja, so, von dem brauchen wir ja 3. Na, up. Ach ja, da fehlt der Binder. Ich mach mal einen Stack. Wir haben es gerade. So. Och ja. Willst am Ende jetzt bloß wieder Aufmerksamkeit? Und warum ist der nämlich schon wieder raus? Der fliegt und fliegt und fliegt immer raus. So. Ja. Ja, ich schulde dich doch schon. Deine Aufmerksamkeit gehört ganz mir. So. Dann braucht man auf jeden Fall diese Machine Casing. Dafür brauchen wir Quartz Enriched Iron. Den Seed werde ich auch zwischen den Folgen machen. Wir gucken uns den mal ganz kurz an. Da brauche ich Stufe 3 und Quartz Enriched Iron. Jo. Schnucki. So. Da sind unsere Prozessoren. Brauche ich jetzt hier noch was? Ne, das andere ist Cleanstone. Hier ist nur eine Truhe. Das Rest können wir den zufolge jetzt alles vorne machen. Wir werden dann uns noch ein Windrad bauen. Ja, ist okay. Ist okay. Tüp. So, bitte. Ja. Halt. Lara Maus. Hier hingucken. Hier ist Papa. Gut, dann nicht. Guckst du mich nicht an. Muss ich dich weiter schunkeln. So, Quarz Enriched Iron. Das heißt, ich bräuchte Quarz. Und Eisen. Da haben wir auch noch ein bisschen Nether Quarz. Das war jetzt 1:3, glaube ich, oder? Ne, genau andersrum. Da machen wir es halt so. Wir brauchen ruhig ein bisschen mehr. Ich mache gleich mal hier alles durch. Ja.
Wir brauchen für den Controller einen, zwei, drei. Gut, passt. Silikon kam in die Ecken, wenn ich es jetzt noch richtig gesehen habe. Ich kann es einfach so machen. So, da haben wir den Controller. Dann brauchen wir eine Kiste, das heißt, ich muss sogar nochmal Holz. Danke. Wir brauchen zwei Kisten sogar. Oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Deswegen erstmal den Disk Drive. Und dann den Grid. Den hat man. So, dann braucht man hier die goldenen, die Hammer. Einmal mit Glowstone und einmal mit Netherquarz. Glowstone habe ich natürlich jetzt hier nicht. Aber haben wir hier. Okay. Jaha, jaha. So. Netherquarz. Schon können wir den Grid machen. Es fehlt gerade Glas. Das ist nicht so wirklich korrekt. Das habe ich hier. Aha. Falsch geklickt. Brauchen Grid. Dankeschön. So. Wir wollen ja gerne noch das Crafting Grid haben. Das heißt einmal einen Crafting Table. Grid rein und das. Sehr schön. Da haben wir demzufolge erstmal unser Refined Storage System. Jetzt brauchen wir bloß noch ein paar Patterns. 4K könnte man hinbekommen. Ja, das ist ein bisschen jetzt gerade zu groß gewesen. Silikon haben wir eigentlich genug. Glas haben wir eigentlich auch genug. 4K oder machen wir, wir brauchen für eine 16K 3, 4K. Wir gucken mal, ob wir es hinbekommen. Nehmen wir gleich mal noch ein bisschen Glas mit raus. Redstone auch. Es ist Nacht, ich muss schlafen. Und ja, meine Hühnchen gibt es nicht mehr. Hühnchen wurden gefuttert. Von Füchsen. Super, ne? Also wir brauchen, wenn ich es richtig gezählt habe, 12, 1K. Weil dann haben wir nämlich eine 16K. Gut, dafür brauche ich dann bloß halt noch 4 Gold, aber die kriege ich ja hin. Gut, also ich schreibe auch noch ein Crafting Table ab. So, einfach mal rein. So, dann. Jetzt haben wir die 12, jetzt gehen wir auf die 4K. Da fehlen, okay, fehlt noch Eisen. Ja, dadurch, dass ich das heute auch an dem deutschlandweiten Sirenentesttag aufnehme, also bei mir im Ort ging, also in meiner kleinen Stadt ging einmal die Sirene, 15 Sekunden lang, das war's. Sehr effektiv. Wir brauchen 4, 4K, das heißt, brauchen wir 8. Ne, 4, 8, 12. So. Und eigentlich müsste ich jetzt auch schon noch die das Windrad dann noch in Angriff nehmen. Da vorne ja 5, 2, 5, ja, und noch den brauche ich eigentlich nicht, weil den habe ich noch. So. Okay, dann den 4K, 3 Stück. Da können wir sogar noch 3 1K Storage Cells machen. Dann haben wir sozusagen 19.000 Items einspeichern. Ist natürlich auch schon was. Ich will das erstmal hier draußen. Hier geht's raus. Die Tür ist ja von MC V-Doors. Ich will das erstmal sozusagen hier aufbauen, weil hier geht es dann runter zu dem Storage-Lager, genau da. 8040. Das ist genau neben dem Drawer, dass ich das anschließen kann. Erstmal für den Anfang, das wird allerdings dann später verlegt. Ich will so wenig Kabel verwenden wie nötig am Anfang. Und deswegen Controller. Grid. Bitte schon ordentlich hinsetzen.
und Disk Drive. Hier können wir gleich mal die Disks reinpacken. Wunderbar, 19.000 Items können wir rein. Uiuiui. Können wir eigentlich gleich mal kurz gucken. Storage, External Storage. Okay, könnte man hinbekommen. Cable ist einfach Quartz Enriched. Ich versuch's mal, mein Glück. Wir haben ja noch ein bisschen Eisen über. Das heißt, ich brauche dann sogar nochmal einen Glowstone. Hab's jetzt nicht extra mitgenommen. Ich hab's extra hier gelassen, damit ich es vergesse. Die brauche ich nämlich auch noch. Damit wir unsere Energie machen können. Die Frage ist, habe ich jetzt noch ein Kabel dafür? Hier schon mal nicht. Es wird dann so ein Spaß, wenn ich dann nicht mehr hier die ganzen Kisten habe. Ich werde die Kisten auch jetzt nicht in der Folge reinlegen, alles einpacken. Das wäre zwischen den Folgen mal, sonst ich bin ja dann nur am Hin- und Herlaufen. So, okay. Wir brauchen zweimal den und einen goldenen. Und da fehlt, glaube ich, gerade Gold. Genau. So, aber das kriegen wir hin. Zack, zack. Wunderbar. Dann einmal Glowstone, einmal Netherquarz, Dankeschön. Dann brauche ich nochmal nach Holz. Wer hätte es gedacht? Ich brauche Holz. Na Clara, jetzt bist du ein bisschen ruhiger. Das freut Papa. So, gut. Da haben wir den schon mal. Jetzt mache ich natürlich das, was man nie machen sollte. Sich nach unten graben. Straight. Aber da ich ja weiß, dass hier unten jetzt maximal eine Höhle kommen könnte. Autsch. So. Priorität setze ich mal hier hoch, dass sozusagen nur die Essenzen sind. Denn die ganzen anderen sind ja belegt. Also habe ich alles schon abgeschlossen, so kann jetzt nichts hier rankommen. So, ich hoffe mal, dass ich dann von oben jetzt rankomme, sonst habe ich ein Problem. Dann muss ich mich dann mit einem anderen Block runtergraben und wieder hochgraben. Ja, wird so ausgehen. Wunderbar. Weil sobald wir unser jetzt hier mit Strom versorgen, ich werde es jetzt bloß auf die Höhe setzen, aber dafür brauchen wir erstmal unseren Windgenerator. Dafür brauchen wir noch ein Ex Gold. Ich hoffe mal, das passt jetzt gerade so mit dem Sound. 6 bitte bloß. Und dann brauche ich jetzt noch ein bisschen Osmium, 3 Stück. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es ein Osmium-Seed gibt. Muss ich mal gucken. Os. Gibt's. Okay. Das ist sogar Tier 4. Kann man machen. Muss man nicht. Ja, wie ihr es auch, glaube ich, in der Kiste hier gesehen habt, ich habe mal versucht, mit Zeitklicks den Harvester zu benutzen. Allerdings, da ist jetzt nicht so prickelnd, nicht so schön wie die aus der früheren Version. Dann schauen wir mal. Muss bloß gerade meine Frau schreiben. Ja. So. Gut. So, Windrad aufstellen.
Ach, Clara. Nubia Kalb 10. Dann schlafen wir so rum. These unseen pillars of civilization, the desire to live in freedom. So. Ja, Clara, schlafen ist schön. Ich muss am besten von draußen hoch. Ich komme natürlich jetzt von der Seite nicht mehr dran. Hier hatte ich mir auch noch mal ein bisschen gemacht. So, ich will jetzt wirklich bloß noch schnell den anschließen. Ich hätte noch ein bisschen... Na, Stein habe ich noch mit. Okay. Dennoch so hoch wie möglich setzen. Wunderbar. Damit ich halt hier wirklich genau viel Energie rausbekomme. Jetzt kriegen wir zum Beispiel hier 61,81 Fe raus. Das wird natürlich jetzt hier unten erstmal den hier befüllen. Dankeschön. Ja, du kriegst doch wieder deinen Nupen. So. Ich denke mal, damit sind wir sogar schon fertig. Das ist jetzt sogar hier schon alles drin. So, und ich kann es trotzdem hier reinlegen, weil das wird jetzt alles ins System gelagert. Könnte ich mir sogar, bin ich mir sogar schon aber überlegen, ob ich meine Drawer, die ich hier habe, gleich reinlege. Bis auf die hier. Beziehungsweise anschließe. Könnte natürlich passen. So. Und da muss ich mir sogar noch meinen... Nein! Den Key holen, meinen Schlüssel. Entweder habe ich ihn jetzt gerade oben in den Lagersystem gehauen. Mit Schmacko. Und ich habe hier noch eine Kiste. Ich denke mal, ja, Kiste. Obwohl ich gerade Kiste gesagt habe. Da. Okay. So. Denn hier sind ja schon Storage Upgrades drin in Palm. Hier nicht, aber hier. Haben wir gesehen hier. Schon so viel Eisen, so viele Essenzen. Also es geht voran. Kann man uns nicht beschweren. Es wird mal wieder Nacht. Wer hätte es gedacht? Lach, lach. So, Fackel rein, Glas rein. Ich nehme aber wiederum meine Steaks gerne wieder mit. So, okay. Und da könnte ich mir theoretisch gesehen, wenn ich irgendwas brauche, dann mal kurz so hier hingehen. Und kann trotzdem hier in Ruhe craften. Erstmal für den Anfang, nur für den Anfang. Aber ich sage erstmal an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Minecraft Never Ends. Macht's gut und tschüss und noch schnell schlafen. Ciao, ciao mit Wow.